Und bei mir im Studio ist Professor Hubert Zimmermann, Politikwissenschaftler von der Universität Marburg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, hat Ursula von der Leyen das Format, eine erfolgreiche EU-Kommissionspräsidentin zu werden? Ja, das hat sie auf jeden Fall. Also sie hat ja schon viele Ministerien geleitet, hat große Regierungserfahrung. Auch von der Persönlichkeit her wirkt sie ja, ist sie eine hochpolitische, engagierte Europäerin. Also ich glaube, das Format hat sie auf jeden Fall. Ob sie die Möglichkeiten allerdings haben wird, diese Politik, die sie hier angedeutet hat, umzusetzen, das ist zweifelhaft. Ursula von der Leyen ist von allen Staats- und Regierungschefs nominiert worden, ein sehr klares Votum. Hier im Parlament hat sie heute nur eine sehr knappe Mehrheit erhalten. Wie gestärkt oder geschwächt tritt sie jetzt ihr Amt an? Ja, ja, gut, also letzten Endes ist die Art der Mehrheit oder die Größe der Mehrheit nicht so bedeutend. Das ist interessant für die Historiker, aber sie hat natürlich ist natürlich ein Indiz dafür, dass die Spaltungen innerhalb des Europäischen Parlaments doch gewaltig sind. Weil sie hat ja versucht, mit einem sozusagen Mitte-Links-Programm die Sozialdemokraten, die Liberalen und auch die Grünen auf ihre Seite zu ziehen. Was ihr auch gelungen ist, sonst hätte sie die Wahl nicht gewonnen. Also sie hat auch viele Stimmen aus diesem Lager gewinnen können. Aber nichtsdestotrotz ist doch die Opposition offenbar so stark im Parlament, dass die Sache sehr knapp ausgegangen ist. Und das liegt eben wohl auch hauptsächlich daran, dass eine Spaltlinie zwischen denen, die eben mehr Europa, wie sie angedeutet hat, und denjenigen, die weniger Europa wollen, dass diese Spaltlinie sich eben direkt im Europäischen Parlament inzwischen deutlich zeigt. Und das dürfte ein Problem sein, das sie noch schwer zu schaffen macht. Welche inhaltlichen Schwerpunkte wird sie denn jetzt setzen in diesen 5 Jahren? Naja, sie wird mit Sicherheit erstmal die Themen, die sie angesprochen hat, versuchen umzusetzen. Also im Bereich Klimawandel, soziales Europa, Besteuerung von Unternehmen. Aber wahrscheinlich dürfte ihre Agenda sehr bald überrollt werden von aktuellen Entwicklungen. Das sind die Folgen des Brexits, der Umgang mit den USA und China. Vermutlich auch, dazu haben wir heute ja fast überhaupt nichts gehört, die Probleme mit dem Euro sind auch noch nicht ausgestanden, also in Italien braut sich ja so einiges zusammen. Also das sind so Themen, die sie wahrscheinlich beschäftigen werden. Und dann wird sie natürlich auch ihre Ankündigung verwirklichen müssen, dem Europäischen Parlament sozusagen mehr Einfluss zu schaffen. Wie stark, wie mächtig ist denn eine Kommissionspräsidentin? Hat sie überhaupt die Power, die Macht, all das, was sie heute dem Parlament versprochen hat, auch umzusetzen? Ja, gut, es hängt sehr stark von der Persönlichkeit der Kommissionspräsidentin ab. Sie hat natürlich eine sehr überzeugende Persönlichkeit, aber es hängt natürlich schwer davon ab, wie die Machtverhältnisse im Rat sind und wie die Machtverhältnisse im Europäischen Parlament sind. Und sowohl bei der Debatte um die Spitzenkandidaten im Europäischen Parlament als auch bei vielen europäischen Fragen hat man eben gesehen, wie gespalten dieses Europa ist. Und in so einer Situation ist es eben sehr schwierig für eine Kommissionspräsidentin weitreichende Initiativen tatsächlich anzustoßen. Ist es für Deutschland ein Vorteil, dass eine Deutsche an der Spitze der Kommission steht? Ja, also in gewisser Weise schon. Es ist natürlich ein Vorteil, kann man so sagen. Sie wird jetzt aber wahrscheinlich jetzt keine spezifisch deutsche Politik betreiben, weil als Kommissionspräsidentin ist sie sozusagen eine übergeordnete, übernationale Persönlichkeit und sie muss das gesamte Europa vertreten. Also wir können jetzt nicht erwarten, dass sie jetzt spezifisch deutsche Interessen vertritt. Das wäre auch überhaupt nicht in ihrer Berufsbezeichnung mit eingeschlossen. Bei der Wahl in Straßburg gab es heute eine ziemlich paradoxe Situation. Ursula von der Leyen hat eine Mehrheit der Abgeordneten im Europäischen Parlament hinter sich gebracht, aber die Mehrheit der deutschen Abgeordneten im Europäischen Parlament hat gegen sie gestimmt. Ich darf das mal aufzählen. Die SPD, die Grünen, die Linken und die AfD haben gegen von der Leyen gestimmt. Ziemlich paradox. Ja, eine seltsame Sondersituation, die sie wahrscheinlich aus spezifischen deutschen
Besonderheiten gibt. Die Grünen und die deutsche SPD haben sie ja schon relativ früh festgelegt, aus unterschiedlichen Gründen, weshalb sie von der Leyen nicht unterstützen würden. Die SPD hat sich sehr stark auf diese Spitzenkandidatenprinzip sozusagen verrannt, obwohl ihr eigener Spitzenkandidat ja von der Schippe schon gesprungen ist. Und die Grünen haben das gemacht, was eine Opposition eben machen muss. Zwar von der Leyen nicht gewählt, mit dem Risiko natürlich, dass das Programm, das ihnen eigentlich sehr stark entgegenkommt, dass es nicht umgesetzt werden würde und ihnen dann vielleicht ein Ersatzkandidat vor die Nase gesetzt wird, den sie jetzt noch weniger wählen würden. Also das war eigentlich auch eine relativ fragwürdige Haltung. Ist das Europäische Parlament jetzt der Verlierer, weil der Europäische Rat, die Staats- und Regierungschefs, das Spitzenkandidatenprinzip ausgehebelt haben? Ja, es ist ja jetzt nicht es kann ja beim nächsten Mal kann es wieder funktionieren, wenn man sich auf einen vernünftigen Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatin konzentriert und diese Partei dann auch die Wahl oder Parteiengruppe die Wahl dann auch überzeugend gewinnt, dann ist die Legitimität natürlich stärker. Aber das Europäische Parlament hat nun mal in gewisser Weise behauptet, es könnte sozusagen die Kommission einsetzen, und das ist laut Verträgen, ist das nicht die Kompetenz des Europäischen Parlaments. Das Europäische Parlament kann über die Kommission abstimmen und kann sie ablehnen, aber es kann nicht die Kommission einsetzen. Insofern ist der Eindruck, der jetzt vom Parlament teilweise erweckt worden ist, sie könnten praktisch sozusagen die europäische Regierung bilden, wie in einem parlamentarischen System, ist eben verfehlt. Herzlichen Dank für diese Einschätzung, Professor Hubert Zimmermann.